zur Pressekonferenz, nach einem Zwischenrundenspiel zwischen den Londoner aus Germering und unseren Gästen aus Peißenberg. Endstand 5:30 für unsere Gäste. Hart umkämpftes Spiel. Für unsere Gäste hier Trainer Randy Hill. Und für uns wie immer Basti Warner, unser Coach. Erstes Statement gehört immer den Gästen. Randy, was sagst du zum Spiel? Ja, so ein Spiel heute, wir haben eigentlich gewusst, es wird sehr schwer, weil wenn die nächste Runde fängt an, ist immer alles fängt von Dolo. Jedes Spiel, Germering hat gut gestartet gegen Dorfen, so wir haben den höchsten Respekt gehabt. Wir wollten hier kommen und versuchen unser Spiel durchzuboxen. Es war ein bisschen schwierig mit unserem 4-Block Rhythmus reinzubringen, weil der Schiri hat eigenartig pfiffen, sage ich, in dem Sinn für Niklas, für uns, für beide Mannschaften. So das heißt, wir waren Überzahl oder Unterzahl, komische Zeitpunkte. Das waren eigentlich als ein ganz stinknormaler Zweikampf, hat er irgendwas pfiffen. Es ist schade, weil das war insgesamt ein Top-Spiel, es war ein gutes Spiel. Germering hat besser gekämpft. Zweiten Drittel war es richtig offen, hin und her, beide Seiten gute Chancen. Wir haben das ein bisschen Glück gehabt, dass wir am richtigen Zeitpunkt das Ding knockout. Und dann muss ich sagen, dann sind wir im dritten Drittel rausgekommen und haben wirklich uns bemüht, besser abwehrmäßig zu spielen und das zu halten. Und Hut ab zu meinen Boys, Respekt an das. Gut gemacht, gut durchgesetzt, aber ein Top-Spiel, das war echt ein gutes Spiel. Danke, Randy. Ich glaube, du hast das Stichwort für das Spiel, glaube ich, gerade eben schon geliefert mit dem Wort Grippe. Ja, das will ich jetzt nicht als Ausrede so hernehmen. Wir sind nicht gut gestartet. 1:30 liegen wir gleich hinten. Das war das, was wir die letzten Spiele vermieden haben, früh in Rückstand zu geraten. In Dorfen sind wir früh in Führung gegangen. Dann tun wir uns da auch ein bisschen leichter. Sind zwar zurückgekommen mit 2 Überzeittoren, machen wieder einen ganz leichten Fehler in der Vorwärtsbewegung. 1 Meter vor der blauen Linie muss die Scheibe raus. Gehen mit einer 3-2-Führung in die erste Drittelpause. Und verlieren im zweiten Drittel komplett den Faden, auch aufgrund der Strafzeiten. Wir haben eine 5. Überzahl, 4 Minuten, spielen 2 Minuten in dem Drittel, haben da Chancen, können das Tor machen, machen das Tor nicht, kriegen eine Strafzeit bei 4-4, kriegen wir dann das Tor. Und auf einmal haben wir 3-4, 3-5 Unterzahl, kriegen das nächste Tor. Und dann haben die Kräfte gefehlt. Also, das war unter der Woche, war das jetzt kein großer Spaß mit 6, 7 Leuten, die der Grippe haben, die sich übers Eis geschleppt haben. Sie haben alles versucht. Jetzt geht es einfach nur noch darum zu schauen, am Sonntag genügend fitte Spieler zu kriegen. Ja, das wird ein anderes Spiel, nicht so intensiv. Wir haben gewusst, Peißenberg kommt mit ganz, ganz viel Tempo daher, wo wir uns in den ersten beiden Spielen schon immer richtig schwer getan haben. Das mit dem hohen Tempo, das ist nicht was uns so entgegenkommt. Deswegen, ich denke, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Und das war jetzt Spiel Nummer 2 von 6. Und am Sonntag ist es schon ein wichtiges Spiel. Das habe ich eben angesprochen, genug fitte Spieler für Sonntag aufgeben. Heute hat der Bene Mai gefehlt, ich glaube, der Arzt war übrigens bloß beruflich. Der war beruflich verhindert, Bene mit Grippe. Weiß nicht, habe ich gehört, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Der ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Nein, also der hat einen Cut unterm Auge vom Flitschuh. Ein Cut unterm Auge. Okay. Ich weiß nicht, wie schlimm es war, gerade zugetaped. Lassen Sie anschauen. Stefan Sohr hat gerade eben dann einen Nerv eingeklemmt. Der hat auf der Bank hat er nicht mal mehr Trikotnummern erkannt. Ja, den haben sie gerade schon wieder hergerichtet. Wir werden sehen. Wir werden eine spielfähige Mannschaft aufs Eis schicken und. Aber wer das genau sein wird, weiß der Das weiß ich heute noch nicht. Nein, ich werde es nicht sein. nein, wir werden am Sonntag wollen wir dieses Heimspiel versuchen zu gewinnen, weil das ist das, was wir daheim wollen. Yes. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Wenn das nicht der Fall ist, dann beenden wir die Pressekonferenz für heute. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und weiterhin viel Erfolg. Und uns mehr Glück am Sonntag.
Schauen wir mal.